Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Pokémon Gelb. Und ich muss mir hier gerade noch was jippen, muss ich, genau. Nee. Das Fenster von meiner Tonspur ein bisschen größer ziehen, weil ich überhaupt nicht gesehen habe, wie das ausschlägt. Aber es sieht ganz gut aus. So. Wir haben ja beim letzten Mal das Relaxo nicht gefangen. Jo. Und auch nicht besiegt. Und dann war es einfach weg. So. Und wir hatten jetzt vor, die pissgelbe Stadt zu untersuchen. Wo ging das hier lang? Nee, dann ging es nach rechts. Nee, da war das Relaxo. Aber wir können hier mal... Ah, ein Übertrank. Das ist immer so auffällig, wenn hier irgendwie so... alleine darum stehen, die Bäumchen. Okay. Nee. Das ist auf jeden Fall nicht richtig, wo ich hier bin. Hier will ich gar nicht rumlaufen. Ich will in die pissgelbe Stadt. Bitte. Das machen wir dann später. Irgendwann. Ich könnte mir aber mein Fahrrad rausholen. So, was gibt's Neues? Nüscht. Gibt nüscht Neues. Null. Ah, hier sind wir bei dem Schiff. Haben wir hier in der Arena schon? Misty, oder? Major Bob. Ja, den haben wir schon. Okay. Ah, oh, ich bin so verwirrt. Wir haben übrigens 17.42 Uhr. Ich hoffe, dass mein Onkel hier nicht reinstürmt. Ah, oh, fuck, Alter. Jetzt muss ich mal auf die Karte gucken. Saffronia City oder wie das hieß. Ja, genau. Komm, wir gehen direkt zur Siegesroute. Tanya City, da waren wir schon überall. Mundberg. Was war das? Küstenhaus. Ich habe Künstlerhaus gelesen. Rania City. MS Anne. Pelztunnel, ja. Lavandia waren wir auch. Stimmt, nach Lavandia müssen wir. Okay, wir gehen doch hier rüber. Weil so kommen wir anscheinend nach Lavandia. Oder Lavandia. Ich weiß immer nicht, wie es ausgesprochen wird. Achso, ich hoffe, ich hoffe, dass mein Onkel hier nicht reinplatzt mal wieder. Ich habe ja auch kein Schild draußen vor der Tür hängen, dass da Achtung, Aufnahme draufsteht. Wer bist du denn? Was bist du denn? Elektrizität ist meine Stärke. Schön, dass du einfach auf mich zugelaufen kommst und sagst mir einfach, Elektrizität ist mein... Was bist du denn für einer? Der Rocker. Ach, ich hätte vielleicht auch mal in ein Pokécenter gehen können. Level 29. Ja. Versuch einfach mal Glut. Gucken, was draus wird. Ist bestimmt nicht gut. Nee. Nee. Lichtschild. Gegen Spezialattacken immun. Was sind denn Spezialattacken? Sind alle normal, beziehungsweise halt Feuer, aber Spezial. Steht dann da Spezial? Ich weiß es nicht. Ah, das zeckt, glaube ich. Nee, geht eigentlich. Ein Elektroball. Ist das das gleiche?
Nee. Ach, das ist das Komische. Nee, Elektroball heißt es. Das heißt nicht Elektroball, sondern Elektroball. Keine Ahnung, ich mach nochmal mit. Na, jetzt gleich wechsle ich. Oh. Ist nicht so gut. Alles gut? Oder Wirbelwind Kacke. Bleibt unversehrt. Ja, dann war Wirbelwind Kacke. Dann machen wir einen Windstoß. Wie kann man denn mit seinem letzten Pokémon Finale machen? Ich raff das immer noch nicht. Stromkreis unterbrochen. Spaß, ey. Alter. So dumm, ne? So, wer bist du? Mein Bruder ist der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Möchtest du auch angeln? Ja. Cool, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und genieß das Anglerleben. Super Angel! Angeln ist nicht nur ein Sport, es ist eine Kunst. Ich habe das zu schnell weggedrückt. Nun ziehe los, um den großen Fang zu landen. Nice. Eine Karte. Ja. Okay, wir gehen jetzt erstmal nach oben. Ich habe die Musik so schlecht nachgemacht. ich gehe jetzt nochmal nach... Ich weiß gar nicht, was das für ein Kaff ist. Und lass meine Pokémon mal aufladen, weil so geht das nicht. Also es wird schon gehen, aber nicht so einfach. Wo war das denn? War das hier? Nee, dann war das oben irgendwo. Und irgendwer hat gesagt... Oh, wo gab's denn das Bisasam? Da müsste mein Pikachu für sehr glücklich sein. So. Ich freue mich schon auf nachher. Ich habe nämlich heute keine Hausaufgaben aufgehabt. Und ja. Ich werde dann gleich ein bisschen Beat Hazard zocken. Weil ich das mit Pflanzen vs. Zombie momentan aufgegeben habe. Pflanzen vs. Zombie, es ist nur einer. Ja. Weil ich hasse diese Trophäe mit den 40 Flaggen. Ich hänge bei der 33. oder so. Mir schmiert dann immer mal die Playstation ab, weil da einfach zu viel abgeht auf dem Bildschirm. Oder es ist am Laggen wie Sau. Oder ich finde meinen Cursor nicht. Die Leute, die sich die Trophäe ausgedacht haben, die müssen mir einfach mal so richtig schön mit dem Fuß ins Gesicht springen. Ich könnte mich jetzt schon wieder aufregen drüber. Auf jeden Fall bin ich jetzt an Beat Hazard dran, da wollte ich dann alle Challenges machen. Wollte ich mir dann gleich noch ein bisschen Musik auf die Playsee laden, weil ich habe jetzt schon alle Lieder, die ich da bisher drauf habe, was nicht wirklich viel ist, ist ein bisschen Anna Managuchi. Dann ist noch... Oh Gott, wie hießen die denn? Hier, die haben Limit, haben die gemacht. Fuck, meinst du, ich komme da jetzt drauf? Waren, glaube ich, drei Leute. Das Video von war früher irgendwie ein bisschen gruselig für mich.
Es war so ein animierter Roboter und da haben die das Gesicht von sich. Oh Gott, wie heißen die denn? Ey, Moment, ich muss das jetzt gerade googeln. Das lässt mich nicht im... Also ich kann nicht weiterspielen so. Moment! Jetzt muss mein Handy herhalten. Limit. Los! Nicht Kreativ-Discount. Ich habe nämlich nach Stecksteinen gesucht. Habe auch heute was gefunden. Limit. Es ist Wein am Limit, genau. Lied. Wie heißen die? Ihr wisst es jetzt bestimmt schon längst. Deichkind, natürlich. Ich hatte die ganze Zeit fettes Brot im Kopf, aber die mal eine ganz andere Richtung. Ja. Deichkind, genau. Das Video fand ich damals irgendwie ein bisschen verstörend. Auf jeden Fall, das habe ich auch noch da drauf und dann habe ich noch ein bisschen Pendulum drauf. Aber halt maximal 10 Lieder oder so. Und jetzt habe ich schon alle Lieder durchgespielt, die bei dem Spiel mit dabei waren und halt, die ich drauf gemacht habe. Und ich glaube, man, für eine Challenge muss man, glaube ich, 100 Lieder durchspielen oder so. Und das habe ich habe, glaube ich, 33 Lieder jetzt oder so. Und dann muss ich mir nachher noch einen kleinen Stick machen. Ziehe ich mir den ganzen Scheiß auf die Playstation und kann schon abends zocken, bis die Bude qualmt. So. Eigentlich würde ich lieber arbeiten. Eigentlich würdest du lieber arbeiten. Bist du dumm oder was? Ey, du hast fucking Pokémon. Angler möchte kämpfen. Ey, wie du aussiehst. Wie so ein... Weiß ich nicht. Oh, wie heißt denn dieser Film mit... Oh Gott, wie heißt denn der Schauspieler? James. Kevin James. So heißt der Schauspieler. Und der Kaufhauskopf. Oh, ich bin drauf. Mit Mike Valeri. Ja. Ich wollte gar keinen Kratzer machen. Der Controller hat wieder nicht gemacht. Ich wollte Fußkick. Ja, daran hat mich der Typ ein bisschen erinnert an Kevin James in dem Film Der Kaufhauskopf. Kopf vor allem. Ich kann nicht sprechen. Nein. Dave darf draußen bleiben, weil der ist noch Level 26. Aber ich glaube, wir haben noch irgendein Pokémon, was noch niedriger ist. Das heißt, ich muss nachher mal gucken und wieder ein bisschen durchwechseln. Mushas ist ausgewischt. Achso, und ich habe richtig Bock wieder auf Filme gucken mit Johnny Knoxville. Also nicht, dass der jetzt neben mir sitzt. Und, ja, würde ich auch gern, dass der neben mir sitzt und dass wir Filme gucken. Aber halt Filme mit dem, also wo der drinnen spielt und so. Energiefokus. Was ist das für eine Attacke? Energiefokus. Ich will jetzt nicht nachgucken. Ich werde jetzt gar nichts nachgucken in diesem Let's Play. Weil ich habe auch am Anfang nichts nachgeguckt. Von daher... Nö. Energiefokus ist irgendwie, weiß ich nicht, das hört sich so nach... Ich schlafe ein und lade mich auf. Goldini. Goldini. Egal. Mit dem Fuß ins Gesicht. Auf jeden Fall vielleicht, was nicht wirklich Sinn machen würde, weil bei Beat Hazard muss man halt die ganze Zeit mit den Augen im Spiel sein. Habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht heute Abend, oh Gott, wie heißt der Film? Walking Tall ist mit Johnny Knoxville und The Rock. Dass ich den nebenher laufen lasse, aber wird irgendwie keinen Sinn machen. Und ich wollte mir... Oh Gott, wie heißt der Film? Nee. Im Deutschen heißt er Dabei sein ist alles. Da spielt er irgendwie... der tut so, als ob er behindert wäre irgendwie. Also der Johnny Knoxville. Ich meine, ich hätte ihn irgendwann schon mal gesehen. Ich kann mich da kaum noch dran erinnern. Auf jeden Fall wollte ich ihn auch noch gern gucken. Nee,
Ah, ich sehe gerade. Ich lasse heute einfach Jackass nebenher laufen. So. Der Angelkönig gegen das Pokémon-Kind. Natürlich. Wir können auch gleich mal ein bisschen angeln, wenn wir hier mal fertig sind.